So. Naja, super. Jetzt weiß ich gar nicht, nimmt die überhaupt auf? Ist ja wieder Bombe, oder? Naja. Auf jeden Fall habe ich super tolle Post bekommen. Und zwar, man entschuldigt meinen vollen Mund, es geht aber gerade leider nicht anders. Paradiesvögel habe ich getauscht mit der lieben Petra, beziehungsweise Petra hat dafür aufgerufen. Und cool, ne? Na. Hat sie einen Tausch aufgerufen, hat verschiedene Themen gebracht. Und ich hatte mir Paradiesvögel ausgesucht und sie hat meinen, also quasi das auch angenommen. Und ich bin völlig verliebt in meinen Paradiesvögel. Und ich muss sagen, sie ist schuld, dass ich diese Stempel jetzt vielleicht doch kaufen werde. Ja, und diesen wunderschönen Pocket Letter habe ich auch bei mir an der Wand hängen, an meinem uralten Bilderrahmen. Und ich bin total verliebt. Also das ist so ein wunderschöner, traumhafter Pocket Letter. Also ich hoffe, man kann in dieser Kamera überhaupt irgendwas sehen, weil ich sehe nämlich mal wieder nichts. Ich muss mir da einfach irgendwie eine andere Lösung für anschaffen. Auf jeden Fall ein Traum. Ich habe das Ding aufgemacht. Oh nein, und kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Telefon. So, da bin ich wieder mit meinem Prachtstück. Oh ja, mal ausprobieren, man sieht's. Schön, gell? So. Setze ich mich mal hin. Ja, man sieht also mein wunderschönes Teil. Das kommt doch gleich wieder nach dem Video an meine Wand. Weil das hat es mir voll angetan. Irgendwie die Farben und so. Das ist total allein die Vögel. Oh nein. Ja, genau. Was allerdings passiert ist, die Vögel gehen alle ab. Also, liebe Petra, dieser Kleber ist nichts für Folie. Dieser Vogel war als erstes ab und den habe ich mir dann direkt mal mit diesen Dingern vom Teddy geflickt. Tok, tok, tok. Das ist dann mein Handy, was jetzt hier brüllt. Die halten. Das ist alles schon erprobt. Die halten wunderbar auf Folie. Genau wie wohl Heißkleber, habe ich gehört. Selber ausprobiert habe ich es allerdings noch nicht. So, Goldstück klebt wieder. Und dieser Kleber hält auch wie Bombe auf Folie. Ich werde das wohl mit den anderen Vögeln auch machen, bevor die mir alle runterfallen, weil ich sie an meinem Rahmen klebe. Da wäre ich traurig, wenn mir da ein Vogel irgendwann fehlen würde. Weil die sehen so klasse aus. Also das ist richtig Bombe. Und allein dieses Papier darüber ist heftig. Das ist so schön. Ehrlich, richtig toll. Und dann hatten wir ja selbstgemachtes drin. Also, ne? Selbstgemachtes. Jetzt weiß ich gar nicht, ob alles, was ich getauscht habe, selbstgemacht war. Aber ist ja eigentlich egal. Also, was ich reingetan habe. Ist aber selbstgemachtes bei. Oder alles selbst. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Ich hatte ihn fertig gemacht, alles bestückt, alles schön eingepackt und habe ihn dann bei mir da oben auf die Ecke gelegt, wo die meisten Sachen liegen. Ich lasse den mal hier. Und ja, da lag es dann aua, auch. Mein Aua war, weil ich mich verhoben habe. Und ich brauche jetzt einen Karton. Mit einem hellen Untergrund.
damit man das, was ich dabei hatte, noch viel besser sehen kann. Das handelt sich nämlich um diese Tüte. Und diese Tüte werde ich jetzt hier nicht in eurer Sichtweite, hoffe ich, auskippen. Folie kommt hier hin und zwar umgekehrt. Und dann zeige ich euch mal, was ich da richtig Tolles drin hatte. Bin ja ein Eulenfan und die finde ich voll süß. Wo hast du diese Klammern, Herr Petra? Also ich habe bei uns hier gesucht wie eine, ne? Nirgends. Wollwort nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe hier auch nicht so viel Auswahl. Also wo ich jetzt gerade wohne, in dem kleinen Örtchen, haben wir einen Edeka-Laden. Der ist so groß wie eine Abstellkammer. Da kann ich zwar jetzt Post hinbringen, habe ich rausgefunden. Das war es dann aber eigentlich auch schon. Ein paar Lebensmittel, so. Also er ist wirklich ganz klein. Er hat auch nur von morgens 6 oder 5:30 auf bis um 12 und danach ist also Schicht im Schacht. Das war es dann aber auch. Mehr haben wir hier nicht. Einen Griechen haben wir hier noch. Aber der bringt mir auch nichts, wenn ich Klammern suche. Ansonsten muss ich nach Hallitown rein oder nach also dem größeren Örtchen dann weiterfahren noch. Und da gibt es nur was haben wir da? Woolworths haben wir da. Dann haben wir da natürlich Teddy, Kick und Famila und Family und all so ein Kram. Aber ich habe wirklich alle abgeklammert. Ich habe diese Klammer nicht gekriegt. Weder die noch. Komm her. Noch diese hier. Und die bräuchte ich so unbedingt dringend. Da war jetzt eine Freundin so nett und hat mir ein Paket besorgt. Aber weit komme ich damit allerdings auch nicht. Naja. Naja, galt jetzt an mir. Ich hätte sagen können, bring mir 10 mit, weißt du? Naja, wenn man mal nicht nachdenken kann, passiert das. Aber zurück zu diesen schönen Prachtexemplaren. Ich liebe sie. Ich finde die so toll. Und diese beiden werde ich auch gar nicht hergeben. Also die wandern an meine Wand oder gehen an mein Regal, wo meine Lieblingsstücke hinkommen. Denn die sind der Knaller. Die lege ich mal hier oben hin. Dann gab es dann noch eine Wäscheklammer, hätte ich jetzt fast gesagt. Dann gab es dann noch eine schöne Büroklammer. Da steht dann drauf, wann sehen wir uns wieder. Und ich finde, die Farben sind auch schön abgestimmt und ganz tolles Papier. Und ich finde das ganz toll, dass sie hier die Ecken gewischt hat. Passend in der Farbe irgendwie vom Designpapier und vom Hintergrund. Also wirklich sehr schön. Und das ist mit Perlenpennen gemacht. Und das sind richtige Halbperlen. Also wirklich schön. Wirklich schön. Und dann haben wir zwei von diesen Friends Forever. Und ich weiß auch schon, wo ich die verwursten, wollte ich gerade sagen, wo ich die verbasteln werde. Und die sind auch sehr schön. Der Stempel, den finde ich vor allem ganz toll. Dann gibt es nochmal zum Verarbeiten diese hier. Und die finde ich auch sehr schön gelungen. Oh mein Gott, also die finde ich auch sehr gut gelungen. Und ich finde sie schön. So. Auch wieder hier mit Perlenpennen. Und das Glitzerkleber oder Perlenpennen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ist auf jeden Fall sehr schön. Ne, geschmacklich, gefällt mir. Mir gefällt sowieso in der letzten Zeit Pink. Also ich werde schon, das ist schon kriminell, also. Die sind auch sehr schön, schaut mal. Thank you. Dankeschön. Ich mag sowas. Das kann man auch ganz toll. Hier könnte man sich jetzt hier wirklich ein Loch reinmachen. Ne? Und dann hier so eine Öse dran. Und dann ein schönes Bändchen dran. Dann kann man das auch schön wegschicken. Und die hier finde ich auch ganz toll. Und die Herzen sind auch selbst gestaltet. Hat sie schön hier gemacht, mit verschiedenen Papieren geklebt und alles.
Einmal steht Love drauf, einmal steht Yes drauf und das hat sie mit Sicherheit mit so einem Acryllack oder sowas überzogen. Also finde ich klasse. Und kleben tut sie die mit Heißklebepistole. So, meine Heißklebepistole ist schon von An- und Piefen total alt. Das Ding leckt und macht alles Mögliche. Lasst euch nicht stören, das ist nur mein Handy. Und die beiden waren da auch bei. Finde ich auch toll. Das hier ist mein heimlicher Favorit. Dann gibt es dann noch so einen wunderschönen Tack. Hier, die gefallen mir besonders gut, die in der Mitte. Die habe ich auch noch nicht gesehen, ich weiß gar nicht. Die sind richtig schön. Also so, Entschuldigung, so. So wird, glaube ich, ein Schuh draus, oder? Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Dann gab es noch zwei Knöpfe. Hier. Und toll finde ich, dass sie da hinten so ein Papier dran gemacht hat. Damit man den Heißkleber nicht mehr richtig sieht. Was habe ich denn hier kleben? Also stört euch nicht an meinen Fingernägeln. Ich habe gebastelt und die sind auch eingerissen, hier der zumindest. Das ist nicht hübsch. Aber ich bin noch nicht zum Machen gekommen. Hab den einfach nur abgeschnitten, damit er mir nicht noch weiter, damit er mich noch nicht noch weiter nervt. Ja, wunderschön, oder? Passt sehr gut zusammen. Ich glaube, die werde ich auch behalten. Erst wollte ich ja den Grünen unbedingt behalten und dann den. Und dann dachte ich, ja, nee, komm, doch der Grüne. Und dann wieder so, nee, den. Also jetzt behalte ich beide. Hab mich dann entschlossen, beide zu behalten. Aber wo ich ja so richtig hin und weg von war, das sind ja diese hier, ne? Die finde ich so toll. Die bleiben auch bei mir. Also die werde ich bestimmt nicht verbasteln oder weggeben oder so. Die bleiben alle beide bei mir. Und ich habe ja vor, mir einen Kaktus zu häkeln. Und da wird wahrscheinlich dieser hier, weil er so schön passt, beim Kaktus mit reingesteckt in die Erde. Besser reingeklebt, weil die Erde ist ja fake, ne? Also wirklich richtig toll. Super Ideen hast du da gehabt, Petra. Ich bin hin und weg. Und jetzt mache ich bei meinem Handy den Ton aus, weil sonst kriege ich hier noch die Krise. Vorher packe ich das hier schnell alles rein. Ich habe ja heute so einige Videos zu erledigen. Diesen Monat habe ich es ja wenigstens geschafft, in dieser Gruppe da mitzumachen, in dieser Hand in Hand kreativ. Da bin ich jetzt schon länger angemeldet. Erst hatten wir dann kein Internet mehr, erst sind wir umgezogen, dann hatten wir hier Probleme mit unserem Internetanbinder, dann ging das mit dem Internet nicht, dann hatten wir jetzt Internet. Also dann habe ich so viel zu tun mit Einräumen und Einsortieren, hast du nicht gesehen. Und dann musste ich erstmal das ganze Zeug, was angelaufen ist, natürlich abarbeiten. Und ich kam ja nicht dazu, auch nur ein Video, also eine Sache damit zu machen. Und jetzt bin ich soweit. Jetzt habe ich es geschafft. Heute Morgen den Link von dem Video rein. Ich bin ganz stolz auf mich. Hier dürft ihr noch meine Paradiesvögel sehen. Die sind süß, oder? Ist ja zum Liebhaben. Jetzt spioniere ich mal, wie du die hier festgemacht hast. Kann ich gar nicht sehen. Wie hast denn du die festgemacht? Was für ein Kleber. Heißkleber eventuell. Auf jeden Fall, Dankeschön. Danke, danke. Sehr, 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 sehr schön. So, dann versuche ich das jetzt mal auszumachen da.